Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Guacamole selber macht. Dazu braucht ihr ein Schneidebrett, ein Löffel, ein Messer, Tomaten, eine Avocado, Zitronensaft, Petersilie, ein Pürierstab oder ein Gefäß, in dem ihr das Ganze zubereiten könnt. Zuerst halbiert ihr jetzt die Avocado. Durch einfaches Drehen öffnet ihr sie. Den Kern könnt ihr ganz einfach mit dem Löffel herausholen. So, der kommt weg. Das Avocadofleisch höhlt ihr jetzt aus der Schale aus. Und füllt es in euer Gefäß. So, als nächstes kommen etwa 4 Teelöffel Zitronensaft hinzu. Die Petersilie. Und jetzt müsst ihr es einmal mit einem Pürierstab zu feinem Mousse verarbeiten. Das püriert ihr jetzt so lange, bis es ein feiner Brei ist. Das Mousse könnt ihr jetzt noch mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Als nächstes viertelt ihr eure Tomaten. Wer mag, kann sie gerne noch kleiner schneiden, dann hat man mehr davon. Zu dem Avocado-Mousse kommen jetzt eure geschnittenen Tomaten hinzu. Das Ganze gut verrühren. So, und schon ist eure Guacamole fertig. Wer es gerne etwas schärfer haben möchte, kann gerne eine scharfe Chili dazu schneiden. Oder es geht auch ganz normales Chili-Pulver. Viel Spaß beim Nachmachen.